Vielen Dank für die freundlichen Worte. Ob die Reformation vom Himmel gefallen sei? Theologisch gesprochen vielleicht schon, was ich als fromme Protestantin vielleicht sagen kann. Sehen Sie, so weit sind wir schon. Denn vielleicht können wir beide, Protestanten und Katholiken, sagen, dass die Reformation eine Weise gewesen ist, in der Gott zu jener Zeit der Kirche fällige Wahrheiten und die Dynamik zu fälliger Veränderung mitgeteilt hat, auch wenn die Empfänger, wie das bei uns Menschen so ist, allerlei Wasser und allerlei Schmutz in den Himmelswein gemengt haben. Doch so war das Thema, das mir zugeteilt wurde, sicher nicht gemeint. Die Veranstalter dieses Studientages werden den Himmel, von dem hier die Rede ist, irdischer verstanden haben, als Metapher für Neues, Unvorbereitetes. Kurz, es soll um die Frage gehen, ob und wie weit die Reformation einen Neueinsatz, ja einen Bruch bedeutete oder im Grunde traditionelle Linien hier und da modifiziert weitergeführt habe. Diese Frage wird im Allgemeinen nicht wertneutral gestellt und beantwortet. Sie soll meist die Basis für das Urteil bilden, wie die Reformation einzuschätzen sei, als Neuerung und damit tendenziell oder richtig heretisch oder als im Grunde, wenn auch meist noch nicht hinreichend bewusst und herausgestellt, als gut katholisch. Darin ist so oder so impliziert, dass das Alte das Gute und Normative sei, auch wenn das Entfaltungen und Entwicklungen nicht ausschließt. Wobei gleich hinzuzufügen ist, dass in gewisser Weise ja auch die Reformatoren gleich welcher Strömung die Hochschätzung des Alten geteilt haben. Neuerer wollten auch sie nicht sein. Ja, sie beanspruchten selbst, das ursprünglich Alte gegen die Neuerungen einer späteren Entwicklung zur Geltung zu bringen, das göttliche, das biblische Gotteswort. Wie auch immer. Als Gegenstand, an dem ich die Frage, vom Himmel gefallen oder nicht, durchspielen soll, ist mir das Thema Gottesdienst, näherhin Liturgie des Abendmahls, vorgegeben worden. Angesichts der Kürze der Zeit werde ich mich auf Martin Luther und die Liturgie der Wittenberger oder lutherischen Reformation, österreichisch AB, konzentrieren. Es gibt kaum einen Punkt der Reformationsgeschichte und der aus ihr herausgewachsenen ekklesialen Realitäten, über den die Urteile so stark auseinandergehen, wie die reformatorischen Gottesdienste, das heißt für Wittenberg, wo man am Gerüst der Messe festhielt, die reformierte Messe. Zitat: Die Reformation hat auf dem Gebiet des Gottesdienstes die größte Veränderung gebracht, die es in der Geschichte des Christentums nach der konstantinischen Wende gegeben hat. So lautet das eine Urteil hier in den Worten des einschlägigen Artikels der Theologischen Realenzyklopädie. Das Urteil gilt allen reformatorischen Gottesdienstordnungen Wittenberg, Zürich, Genf, Canterbury, Edinburgh. Dagegen steht auf der anderen Seite, zumindest im Hinblick auf die Wittenberger Messe, die Einschätzung, sie sei mehr, Zitat, Weiterentwicklung gewesen, denn Bruch mit der Tradition. So der einzige Liturgiewissenschaftler der hiesigen Fakultät, Hans-Bernhard Meyer. Sein Nachfolger, Reinhard Messner, hat diese Einschätzung in anderer Weise bekräftigt. Ich werde, und er wird vermutlich erst recht, darauf zurückkommen. Bei diesen Urteilen handelt es sich um Einschätzungen von Historikern, die auf der Grundlage von Quellenlektüre die Nähe und Ferne reformatorischer Liturgien im Verhältnis zu älteren, mittelalterlichen oder altkirchlichen Formularen herausarbeiten. Dieser Beschäftigung werde auch ich mich gleich widmen. Aber sie ist abstrakt, nimmt sozusagen die Vogelperspektive des Archivars ein, der papierene Linien über lange, als solche gar nicht erfahrbare Räume zeichnet. Eine andere Frage ist die, wie die Zeitgenossen selbst die liturgischen Veränderungen erlebt haben, deren Zeugen und Teilnehmer sie waren. Aus den reichlich sprudelnden, einschlägigen Zeugnissen geht hervor, für die Zeitgenossen, ob Anhänger oder Gegner der Reformation, waren die liturgischen Veränderungen, die sie brachte, ein tiefer, als revolutionär empfundener Einschnitt. Deshalb wurde an dieser Front, ob für oder gegen die Messe, wie an keiner anderen gekämpft.
Und zwar nicht nur von den Theologen, sondern buchstäblich von dem Mann und der Frau auf der Straße, die so sehr wohl bemerkten, dass es hier ums religiöse Ganze ging. Es waren vor allem vier Punkte, an denen man empfand, dass sich Grundlegendes verändert hatte. Die Verstehbarkeit des Gottesdienstes, Verstehbarkeit in dem Sinne, dass alles laut gesprochen wurde und nichts mehr still rezitiert wurde, ebenso wie in dem Sinne, dass eine verstehbare Sprache gewählt wurde, normalerweise die Muttersprache, aber in Fällen, in denen man das Lateinische geläufig verstand und sprach, durchaus auch die lateinische Sprache. Also, aber auf jeden Fall Verstehbarkeit des Gottesdienstes. Zweitens, die Rolle der Predigt, nicht das Predigen überhaupt, das hat man auch vorher, aber die spezifische Rolle als notwendiges Element eines jeden Gottesdienstes. Weiter das gottesdienstliche Singen. Auch das Singen wurde nicht erfunden von der Reformation, aber der Stellenwert, dass es Gottesdienst ohne eigenes Singen der Gemeinde nicht geben könne, das ist neu. Und schließlich die Ausrichtung des Abendmahls auf die Gemeinde. Das sind allesamt Punkte, die uns heute wenig spektakulär erscheinen, für die Zeitgenossen aber waren sie tatsächlich umwerfend. Für evangelische Christen ist das heute 500-jährige Routine, vielleicht manchmal langweilige Routine. Die römisch-katholische Kirche verficht seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil einen Großteil dieser Errungenschaften selbst und verwirklicht manches davon heute nicht selten besser als wir Protestanten. An den Erfahrungen des 16. Jahrhunderts ändert das freilich nichts. Und es ändert auch nichts an der theologisch-liturgischen Weichenstellung, die diesen Erfahrungen zugrunde lag. Der Einschnitt in Vollzug und Wirkung des Gottesdienstes war von reformatorischer Seite gewollt. Die Reformatoren hatten keine Scheu, wo sie es für nötig hielten, tiefgreifende Brüche mit Traditionen und Bräuchen herbeizuführen, die seit Generationen selbstverständlich und mit denen sie selber aufgewachsen waren. Und jene Theologen und Kirchenmänner, die die Wittenberger, Zürcher, Genfer und andere Liturgien zurückwiesen, taten das eben deshalb, weil sie die von den Reformatoren abgelehnte Tradition als das legitime und unabdingbare Erbe der Kirche betrachteten. Wäre es nicht so gewesen, auf der einen wie auf der anderen Seite, hätte es keine Reformation gegeben und auch keine Gegenreformation. Hinter dem, was als aufsehenerregend neu empfunden und von den einen begeistert aufgenommen, von den anderen entsetzt zurückgewiesen wurde, stand ein liturgietheologisches Programm. Der theologische Grundgedanke, der hinter den liturgischen Reformen Luthers, aber ebenso Calvins oder Thomas Cranmers in England, nicht Zwinglis, steht, ist der, dass der Gottesdienst seinem Wesen nach ein Dialog ist. Ein Dialog zwischen Gott und der Gemeinde. Mit einem immer wieder zitierten Satz aus einer Kirchweihpredigt Luthers gesprochen, im Gottesdienstzitat geschieht nichts anderes, als dass unser lieber Herr mit uns redet. Gemeint ist Gottes Reden durch mündliches Wort ebenso wie durchs Sakrament. Und dass wir wiederum mit ihm reden in Gebet und Lobgesang. Ein solcher Dialog kann nur gelingen, wenn jede Seite die andere hört. Deshalb das Insistieren auf Hörbarkeit und geläufiger Sprache. Und wenn beide Seiten dem anderen Relevantes zu sagen haben. Gott den Menschen das Evangelium, das sie selbst in ihrem jeweiligen Leben meint. Deshalb neben der Schriftlesung die Auslegung. Und umgekehrt die Menschen an die Adresse Gottes, ihren Dank, ihre Bitten und ihre Klagen. Deshalb das eigene Singen und Sprechen der Gemeinde. Diese Dialogstruktur soll, wie gesagt, nicht nur für den Gottesdienst als Ganzen gelten, sondern auch für die Sakramentsfeier, für das Abendmahl. Mit Luthers Traktat von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche gesprochen, auch hier wendet sich Gott herabsteigend der Gemeinde zu, indem Christus sich ihr leiblich mitteilt, und sie antwortet darauf, indem sie ihren Lobpreis emporschickend für diese Gabe dankt. Dreh- und Angelpunkt für diese Sicht ist,
ist ein bestimmtes Verständnis der Einsetzungsworte als Teil der Liturgie. Sie sind nicht einfach Elemente eines rückblickenden Berichtes über die einstige Einsetzung des Sakramentes, sondern sie sind aktuell durch den Mund des Liturgen erklingende Worte Jesu Christi selbst, in denen er die zur Feier gegenwärtige Gemeinde anspricht. Nehmt, esst, trinkt, tut. In denen er sich selbst in der Gestalt von Brot und Wein leiblich zu essen und zu trinken gibt, das ist mein Leib, mein Blut für euch. Und in denen er durch diese Selbstgabe das vermittelt, was das Ziel seines Heilswerkes war und ist, Vergebung der Sünden, also Gemeinschaft mit Gott. Durch die Einsetzungsworte geschieht somit in einem Verkündigung, Konsekration und Distribution. Das hat Konsequenzen für den Umgang mit der ererbten mittelalterlichen Messe. Denn dort waren die Einsetzungsworte Teil eines an Gott gerichteten Gebets und selbst als Gebet umgestaltet gewesen. Und dort hatten sie, an die göttliche Adresse gerichtet, nur still rezitiert zu werden gebraucht, ja waren sie angemessenerweise menschlichen Ohren verborgen geblieben. So an Gott gerichtet, aber waren sie Angelpunkt dessen gewesen, was als Hauptsinn und Zwecks des Altarsakramentes galt, der Darbringung des Leibes Christi, des Messopfers. Demgegenüber sieht Luther, ebenso auch Zwingli, Calvin oder Thomas Cranmer, die laute, an die Gemeinde gerichtete Rezitation der Einsetzungsworte vor und macht die Umformulierung des Einsetzungsberichts zu einem an Gott gerichteten Gebet eben wieder rückgängig. Ja, die umgebenden Gebete des Canon Missae, allesamt nach Opfer riechend, fallen restlos fort. So werden die Verber Institutionis eben zur Anrede an die Kommunikanten. Das gilt für alle reformatorischen Liturgien. Luther arbeitet diesen Zug in sich steigernder Weise heraus und gibt ihm in seiner zweiten Gottesdienstordnung der deutschen Messe eine ebenso dramaturgische wie sinnenfällige Gestalt. Unmittelbar auf das Brotwort Jesu folgt die Brotkommunion und unmittelbar auf das Kelchwort die Kelchkommunion. Anrede und Gabe, Wort und Gestus werden so zu einer hörbaren, sichtbaren, schmeckbaren, einzigen Bewegung. Diesem Szenario entspricht die Rolle der Gemeinde. Ihre Rolle besteht zunächst einmal in der Korrespondenz zur Mitteilung Christi zu sprechen und geben, das heißt im Gläubigen hören und essen, trinken, wodurch vertieft und immer neu Aufnahme in die Gemeinschaft mit Gott geschieht, sowie mit allen anderen, die in diese Gemeinschaft gehören. Es ist eine Rolle der individuellen und ekklesialen Rezeptivität. Damit erscheint die Gemeinde auf den ersten Blick marginalisiert, weil sie nur empfängt und nichts zu tun hat. Doch marginal ist sie keineswegs, denn auf ihre Kommunion ist der ganze Ritus ausgerichtet. Die sakramentale Selbstgabe Christi kommt in ihrem Essen und Trinken zum Ziel. Ohne sie ist, wie schon die Formula Missae, die erste Gottesdienstordnung Luthers vorsieht, kein Abendmahl zu feiern. Die seit Jahrhunderten eingespielte und theologisch legitimierte Praxis von Messen, die, um das an Gott gerichtete Opfer kreisend, ohne Gemeindepräsenz auskamen, ist damit ausgeschlossen. Die wesenhafte Hinordnung des Sakraments auf das Nehmen, Essen, Trinken impliziert dessen Abhängigkeit von der Beteiligung der Gemeinde, und zwar ihrer unvertretbar eigenen Beteiligung. Damit hat die Gemeinde ein liturgisches Gewicht, wie sie es seit Jahrhunderten nicht besessen hatte. Und damit spielt sie eine theologische Rolle, die in den Kern des sakramentalen Geschehens selbst gehört. Dass es die Rolle des Empfängers ist, entspricht der Grundstruktur des Glaubensverhältnisses zu Gott überhaupt.
Doch wie nach reformatorischer Theologie der Glaube, der vor Gott ohne die Werke rechtfertigt, doch niemals ohne Werke sein kann, sondern, Zitat Luther, ein immer geschäftiges Ding ist, so gilt das auch für den gläubigen Empfang im Abendmahl. Er drängt über sich hinaus. Die Geschäftigkeit, die er im Gottesdienst an den Tag legt, sind Lob und Dank. Gott zu preisen und ihm zu danken, ist die geradezu organische Reaktion auf die Mitteilung der Gnade in mündlicher Verkündigung und Sakrament. Das Lobopfer, das in Gebet, Gesang und Werken der Liebe auf das Opfer Christi antwortet. Als solches sind sie keine spezifischen Elemente der Abendmahlsfeier, sondern auch sonst Teil des Gottesdienstes, wo sie sich in Liedern und Gebeten vielfältig finden. Ja, des christlichen Lebens überhaupt, siehe Römer 12. Doch können sie auch und gerade dort nicht fehlen, wo Christi Selbstgabe immer wieder sakramental erfahren wird. Freilich sind sie dieser Selbstgabe als dem Kern des Sakraments strikt zu- und unterzuordnen. Denn, wie es wiederum im Traktat von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche heißt, das eine, Christi Selbstmitteilung, kommt von Gott zu uns. Das andere, unser Lob und Dank, geht von unserem Glauben her zu Gott. Jenes steigt herab, dieses steigt auf. Ist diese Zuordnung gewährleistet, können Lob und Dank in der Abendmahlsfeier vielfältige, unterschiedliche Formen annehmen, wie das in Luthers unterschiedlichen Gottesdienstordnungen, aber auch anderen Liturgien im damaligen Luthertum, ebenso wie in Genf und seinem Ausstrahlungsbereich, der Fall war und ist. Soweit in ganz kurzen Strichen die Wittenberger Gottesdienstreform mit dem dahinterstehenden theologischen Programm, die die Zeitgenossen erfreut oder empört als fundamentalen Einschnitt empfanden und worin die Theologie beider Seiten eine prinzipielle Abwendung von der ererbten Messe sah. Doch wie angedeutet, gibt es eben noch den anderen Blick auf diese Dinge. Es ist der Blick, der die Vogelperspektive auf längere Zeiträume einnehmend erlauben soll, die Akteure des 16. Jahrhunderts sozusagen besser zu verstehen als diese sich selbst. Und dieser Blick führt zu der Feststellung, dass das neue liturgische Programm der Wittenberger eigentlich gar nicht neu sei, sondern ältere Vorgaben fortführe. Es gibt diesen Blick in zwei Varianten, deren eine den Aufweis der Kontinuität in Kritik und Ablehnung enden lässt und deren andere aus diesem Aufweis die Konsequenz der Würdigung zieht. Für die beiden Varianten der kritischen und der würdigenden Kontinuitätsdiagnose stehen die beiden genannten Innsbrucker, Hans-Bernhard Meyer und eben Reinhard Messner. Es ließen sich für die eine und die andere Position auch noch weitere Namen anführen. Diagnose 1, sozusagen die Meyer-Diagnose. Weit davon entfernt, ein liturgischer und liturgietheologischer Neueinsatz gewesen zu sein, habe sich der reformierte Wittenberger Gottesdienst vielmehr wesentlich in vorgefundenen liturgischen Bahnen bewegt. Ja, so Meyer, Luther müsse mit seiner liturgischen Reform geradezu als Vollender der abendländisch-lateinischen Tradition betrachtet werden. Was wie ein Kompliment klingt, ist ein Verdikt. Denn der mittelalterliche Gottesdienst, den Luther nicht wirklich revidiert, sondern fortgeschrieben habe, die römische Messe, sei ein durch und durch fragwürdiges Modell gewesen. Statt damit zu brechen, habe der Reformator gerade dessen fragwürdige Züge noch gesteigert. Kurz, er sei den ohnehin schon falschen Weg Roms zu Ende gegangen und damit verhängnisvollerweise, ohne es zu bemerken, Zitat, Opfer und Produkt jener liturgischen Entwicklung geworden, die er doch abgelehnt habe. Was soll das heißen? Mit dem Verdikt, dass Luther den falschen Weg Roms zu Ende gegangen sei, ist gemeint, dass der Gottesdienst Wittenberger Prägung im Gefolge der mittelalterlichen Messe, diese aber noch überbietend, den eucharistischen Charakter
der altkirchlichen Liturgie verloren habe. Das heißt, der Gottesdienst und speziell das Abendmahl werde nicht als Dank- und Gedächtnishandlung der Kirche verstanden und gefeiert, in der das Kreuzopfer gegenwärtig werde, ja überhaupt nicht als Handlung der mit Christus verbundenen Kirche, sondern als ein Geschenk, in dem die Kirche passiv das Handeln Gottes entgegennehme. Der hier zur Vollendung kommende Verlust der eucharistischen Dimension habe sich aber schon lange vorher in der westlich-lateinischen Liturgieentwicklung abgezeichnet, durch die Verunstaltung des eucharistischen Gebets. Sei dieses Gebet ursprünglich das Medium der dankend gedenkenden Vergegenwärtigung des Heils gewesen, hätten mehr und mehr die in seiner Mitte stehenden Einsetzungsworte die Vergegenwärtigungsfunktion übernommen. Freilich sei es dabei um die Realpräsenz von Leib und Blut Christi auf Kosten der Aktualpräsenz seiner Geschichte, namentlich seines Leidens, gegangen. Das Verunstaltete, außer der kleinen Präfation in seinem ursprünglichen Charakter kaum noch kenntliche Eucharistiegebet, habe man dann nur noch so verstehen können, dass dadurch der realpräsente Leib Christi von der Kirche Gott geopfert werde. Diesen Fehler, so Meyer, habe Luther zu Recht zurückgewiesen, aber nicht, indem er das vergegenwärtigende, anamnetische Eucharistiegebet wiederherstellte, sondern dadurch, dass er das Dankgebet noch weiter reduziert und die Einsetzungsworte schließlich aus dem Gebetszusammenhang gelöst und restlos in den Mittelpunkt geschoben habe. Eine, so Meyers und anderer bedauerndes Urteil, tragische, mittelalterliche Prägung und mangelnder liturgiehistorischer Kenntnis sowie reformatorischem Übereifer geschuldete, aber wohl damals zwangsläufige Verirrung. Lassen wir die hier implizierten dogmatischen Wertungen beiseite. Fragen wir vielmehr nach der Berechtigung dieser historischen Rekonstruktion. Handelte es sich bei der Wittenberger Liturgiereform tatsächlich um die damals beinahe zwangsläufige, insofern auch entschuldbare Vollstreckung eines fatalen vorgegebenen Musters, über deren Implikationen die Beteiligten sich ebenso wenig im Klaren gewesen wären, wie sie über Alternativmöglichkeiten verfügt hätten? Es wird Sie nicht erstaunen, dass ich widerspreche. So unbezweifelbar die Akteure des 16. Jahrhunderts nicht über die historischen Kenntnisse verfügten, die wir heute besitzen, verdankten sich die liturgietheologischen und liturgischen Entscheidungen der Reformatoren doch einem bewussten Umgang mit der liturgischen Tradition. Sie führten das, was sie bejahten und übernahmen, sehenden Auges fort, ebenso wie sie das, was sie ablehnten, sehenden Auges zurückwiesen. Denn sie taten das eine wie das andere anhand eigener theologischer Kriterien. Das heißt, im Blick auf die Gewichtung der Einsetzungsworte. Wenn diese bei Luther ganz in den Mittelpunkt rücken und schließlich ohne Rest als Anrede Christi zur Geltung kommen, dann ist das kein Relikt des mittelalterlichen Interesses an der konsekratorischen Wirkung, sondern es hat spezifisch reformatorische Gründe. Die Rezitation der Worte Christi zielt nicht auf die Elemente, sondern eben auf die Gemeinde. Das ist mein Leib, mein Blut, ist keine Formel zur Setzung eines sakramentalen Gegenstandes, bei der es letztlich offen bleiben kann, ob sie durch ein Wort Christi oder durch ein Segensgebet, möglicherweise auch durch eine Bitte um den Heiligen Geist, zustande kommt, ebenso wie es letztlich gleich ist, ob sie laut oder leise in verständlicher oder unverständlicher Sprache geschieht. Die Einsetzungsworte sind eben vielmehr Anrede an die versammelte Abendmahlsgemeinschaft, wie schon der Imperativ nehmt es zeigt, mit dem Brot- und Kelchwort untrennbar zusammengehören. Und zwar Anrede eben in dem schon skizzierten mehrdimensionalen Sinn. Sie sind Verkündigung des Heils in der Gemeinschaft mit Gott,
doch so, dass Christus, der Inbegriff dieser Gemeinschaft, sie hier in der Gabe seines Leibes und Blutes sakramental mitteilt. Insofern sind sie auch Konsekrationswort, aber strikt so, dass der sich real präsent machende Christus zur Mitteilung des Heiles angeboten wird. Das heißt im Blick auf den Dank, wenn Luther im Dank die Antwort auf die sakramentale Heilsgabe und nicht das Medium der Heilsvergegenwärtigung sieht, dann ist das ebenfalls nicht einfach eine tragische Vollstreckung undurchschauter liturgischer Erbschaften, sondern es ist die Konsequenz aus der bewussten, nicht mittelalterlichen, sondern spezifisch reformatorischen Auffassung vom Abendmahl als Mitteilung der Gemeinschaft mit Gott durch leibliche Selbstmitteilung Christi. Ich werde auf diesen Punkt gleich noch einmal zurückkommen. Damit hängt das Verständnis der sakramentalen Gegenwart Christi zusammen. Es ist richtig, dass Luther die Real- oder besser Personalpräsenz, die sich im Mittelalter auf Kosten der Aktualpräsenz in den Vordergrund geschoben hatte, ganz in den Mittelpunkt stellte. Aber auch das mit spezifischen theologischen Gründen und nicht im Bann einer ererbten liturgischen Fehlentwicklung. Die Diagnostiker, die ihn in diesem Banne und dadurch auch ein Stück weit entschuldigt sehen, argumentieren folgendermaßen. Luthers alles andere überragende abendmahlsliturgische und theologische Anliegen sei der Kampf gegen das mittelalterliche Messopfer gewesen, und das zu Recht. Denn darin sei theologisch und liturgisch die Einmaligkeit des Kreuzopfers fraglich geworden. Statt aber die richtige Lösung, die Gegenwart des einen Kreuzesopfers im kultischen Gedenken dagegen zu setzen, die dessen Einmaligkeit gerade nicht unterlaufe, habe er Deutung und Vollzug des Abendmahls als Opfer ganz verworfen. Deshalb sei die Real- oder Personalpräsenz in einer über die mittelalterliche Messe noch hinausgehenden Eindeutigkeit zum Modus der Gegenwart Christi geworden. Dazu ist zu sagen, Luther führt tatsächlich mit allen anderen Reformatoren einen Kampf gegen das Messopfer und führt dagegen ins Feld, dass durch das Messopfer dem Kreuz Christi Konkurrenz gemacht werde. Nur, sein entscheidendes Argument ist nicht, dass im Unterschied zu Zwingli, Calvin oder auch dem englischen Reformator Cranmer vorgeführte Argument, durch das Messopfer werde die Einmaligkeit des Kreuzopfers unterlaufen. Für Luther steht der schon berührte Gedanke im Vordergrund, dass das Abendmahl seinem Wesen nach Gabe Gottes an die Menschen, leibliche Zusage, Speise sei. Dieser Einwand ist unabhängig von der genaueren Bestimmung des Messopfers als Wiederholung oder kultischer Vergegenwärtigung des Kreuzopfers, denn so oder so wird ja dann die Messe als Aktio, als Handlung der Kirche auf Gott hin verstanden. Das heißt, die Option, nicht für aktual, sondern für die Real- oder besser Personalpräsenz als Modus der Gegenwart Christi, erklärt sich vom Verständnis des Abendmahls als Zueignung her, das gerade nicht mittelalterlich, sondern mit den spezifischen theologischen Anliegen der Wittenberger Reformation zusammenhängt. Gleichwohl fällt der Aspekt der Aktualpräsenz nicht einfach unter den Tisch. In der Ausrichtung der Einsetzungsworte auf die Kommunion, besonders deutlich in der unmittelbaren Verknüpfung von Brotwort und Kelchwort mit Brot- und Kelchkommunion, die die deutsche Messe vorsieht, das heißt in der Einheit der Selbstvergegenwärtigung und Selbstgabe Christi, wird mit seiner Person zugleich deren Hingabe für die Menschen sakramental gegenwärtig. Christi Leib für dich gegeben, meint so in einem das Kreuz und die Austeilung des Sakramentes. Wie Luther an einer Stelle gegenüber den Zürcher Leugnern der Realpräsenz erklärt, Zitat, mir wird Christi Blut vergossen, wenn mir's ausgeteilt und zugeteilt wird, das für mich vergossen ist, was noch täglich vor sich geht und gehen muss. Insofern, kultische Vergegenwärtigung von Einmaligem, das ist, was die biblische Rede vom Gedächtnis, Anamnesis, meint,
ist die sakramentale Selbstmitteilung Christi nichts anderes als die Anamnese seiner selbst und seines Kreuzes, ja seines ganzen Weges im Sinne von Philipper 2, von ganz unten nach ganz unten, von ganz oben nach ganz unten, ja bis zum Tode am Kreuz. Freilich macht Luther das nur unzureichend explizit. Vor allem gebraucht er in diesem Zusammenhang das Wort Gedächtnis kaum. Der Grund liegt, worauf ich hier nicht eingehen kann, in dem Gegensatz zu Zwingli, für den im Gefolge des Humanismus Gedächtnis für den Bezug auf Entferntes, Vergangenes und gerade nicht für eine Form von Anwesenheit und Gegenwart steht. Damit ist der Übergang erreicht, der zu Reinhard Messners Diagnose leitet, dass Luthers Gottesdienstreform keineswegs einfach ein Bruch und Neuanfang sei, sondern ein älteres Erbe vorführe. Auch nach Messner sind die Reformen des Wittenberger Reformators durch den Gegensatz gegen eine fragwürdige, wenn auch nicht unrettbare Liturgie bestimmt. Was dabei herausgekommen sei, kann in seinen Augen aber, trotz allerlei Monender im Einzelnen, nicht einfach als ultimative Verschärfung der mittelalterlichen Mängel bezeichnet werden, wie es bei Meyer geschieht. Insbesondere den zentralen Vorwurf Meyers, dass bei Luther die in der mittelalterlichen Messe schon unterbelichtete Dimension des Gedächtnisses vollends verloren gegangen sei, erhebt Messner nicht. Vielmehr, so die bemerkenswerte, damals ganz und gar innovative These, vielmehr habe Luther sozusagen über die mittelalterliche Geschichte der Fragwürdigkeiten hinweg das Entscheidende, den Gedächtnischarakter des Abendmahls, der die altkirchlichen Liturgien prägte, bewahrt. Er habe das nicht aus Anhänglichkeit an die alten Ordnungen, die er ohnehin gar nicht kannte, getan, sondern aus genuinen reformatorischen Anliegen heraus, den Anliegen der Rechtfertigungslehre mit ihrem Ansatz bei dem Gegenüber von Verkündigung und Glaube, von Promissio und Fides. Deshalb habe er auch nicht die Strukturen der altkirchlichen Liturgien selbst angenommen. Doch in seinem kritisch-reformerischen Umgang mit der mittelalterlichen Messe habe Luther Strukturen entwickelt, die jene anamnetische Deutung in eigener Weise zur Geltung brächten und das weit besser, als es die lateinische Tradition vor ihm getan habe. Nach Messner gilt das für beide liturgischen Formulare, die Luther vorlegte, vor allem aber für die lateinische Formula Missae. Diese habe nach der Streichung des Opferkanons geradezu ein neues, eigenes eucharistisch-anamnetisches Gebet präsentiert, das aus der überkommenen Präfation, den diesem Gebet integrierten Einsetzungsbericht und dem Sanctus bestehe. So liege hier, Zitat, eine organische Verbindung von Verkündigung und Dank oder Gedenken, also von katabatischem und anabatischem Vollzug im Handeln der Kirche selber vor. Nun ist die Formula Missae, Luthers erstes Formular, eine Gottesdienstordnung mit stark interimistischen Zügen, wie Thomas Kaufmann zu Recht formuliert hat. In seinem Bemühen, den Schritt zum evangeliumsgemäßen Gottesdienst als allmählichen Übergang zu gestalten, verzichtet Luther darauf, all das, was er abendmahlstheologisch für notwendig hält, sogleich liturgisch umzusetzen, etwa notwendigerweise sofort das laute Sprechen von der Promissio, des Einsetzungsberichtes, obwohl er das theologisch für unbedingt notwendig hält. Diese Vorsicht gilt auch für die Behandlung der Einsetzungsworte selbst. Luther blieb hier in zwei Hinsichten konservativ. Erstens behält er den relativischen Satzanschluss zu Beginn des Einsetzungsberichtes aus der überlieferten Messliturgie bei. Wir danken dir, Gott, per Dominum Jesum Christum Dominum Nostrum, qui predie quam pateretur, der am Vorabend, bevor er litt. Also der relative Anschluss bleibt. Zweitens schreibt er die Rezitation des Einsetzungsberichtes in einem Gebetston vor. Auf der anderen Seite führt er signifikante Veränderungen durch.
Er nimmt alle gebetsförmigen Aussagen in der überlieferten Rezitation des Einsetzungsberichtes, die diesen an Gott gerichtet sein lassen, zurück. So heißt es nicht mehr, der in der Nacht, da er verraten ward, dir Gott dankte, brach's und so weiter, sondern wieder schlicht, der dankte, brach's und so fort. Zum anderen schreibt er eine deutliche Pause zwischen dem Dankgebet und dem Beginn des Einsetzungsberichtes vor, der diesen von jenem absetzen soll. Bedenkt man zugleich, dass der relativische Satzanschluss im Lateinischen keine wirkliche Verbindung mehr darstellt, sondern einen stilistisch weicheren Ersatz für das Demonstrativpronomen, kann das qui pride als solches kaum noch als Beleg einer Integration in das vorangegangene Gebet dienen. Und zum Dritten ist es zwar so, dass Luther für die Rezitation des Einsetzungsberichtes einen Gebetston vorsieht, aber auffälligerweise vorschreibt, den Gebetston gegenüber dem der Präfation zu wechseln. Es soll nun der Vaterunser-Ton genommen werden. Auch damit wird eine deutliche Zäsur gegenüber dem vorangegangenen Dankgebet markiert. Warum der Vaterunser-Ton? Luther gibt keine Begründung. Mir scheint, dass er diesen Ton wählte, weil es der Ton des ersten nach dem stillen Kanon wieder laut für die Gemeinde vernehmbar vorgebrachten liturgischen Stückes ist. Und eigentlich soll ja der Einsetzungsbericht eben laut rezitiert werden. Der Akzent liegt bei der Wahl also weniger auf dem Gesichtspunkt des Gebets als auf dem akustischen Signal. Zusammenfassend gesagt, Messners Hauptbeleg, der Befund der Formula Missae, gibt meines Erachtens für ein anamnetisches Eucharistiegebet mit den Einsetzungsworten als integriertem Bestandteil nur wenig Belastbares her. Ich sage nicht, dass er nichts hergibt. Wie bei jeder Ordnung im Übergang gibt es Aspekte, die man in der einen oder anderen Richtung interpretieren kann. Und das geschieht denn ja auch zwischen den Interpreten. In welche Richtung die Interpretation gehen soll, lässt sich nur sagen, wenn man zum einen die grundsätzlichen theologischen Aussagen betrachtet, die Luther zum Thema macht, zum anderen die weitere Entwicklung, also das zweite liturgische Formular. Sehen wir Luthers abendmahlstheologische Ausführungen an, die er in den Jahren vor und zur Zeit der Ausarbeitung der Formula Missae dargelegt hatte, dann kann kein Zweifel sein. Für ihn sind die Einsetzungsworte als Anrede Christi an die Gemeinde etwas, was diese nur hören und worauf sie nur glaubend vertrauen kann. Zusage, Promissio. Wenn sie darauf dankend antwortet, ist das allemal etwas Zweites, kategorial von der Anrede Unterschiedenes, Anabasis im Unterschied zu Katabasis, Aufstieg im Unterschied zu Abstieg. Wie es im schon mehrfach genannten Traktat De Captivitate Babylonica heißt, beides ist nicht zu vermischen. Das eine kommt von Gott, das andere geht von unserem Glauben aus zu Gott hin. Das eine steigt hinab, das andere steigt hinauf. An dieser Unterscheidung ändert auch die Tatsache nichts, dass der, durch dessen Mund die Worte Christi gesprochen werden, Teil der Kirche ist, noch dass er immer auch im Namen der Kirche spricht. Wo er verkündigt, lässt er das Evangelium laut werden, insofern es zur Kirche gesprochen ist und sie sich darauf verlassen kann. Damit muss der anamnetische Aspekt nicht untergehen. Auch nicht der tathafte Aspekt, den Messner in der Formula Missae, die leider rein wortbezogen sei, vermisst. Nein, beides kommt in der oben angesprochenen Weise in der Distribution, in der Austeilung zum Ausdruck. Leider spielt sie in Messners Überlegungen zur Formula Missae keine Rolle. So sehr er und so konstruktiv er von Meyers Interpretation und Wertung differiert, so nahe ist er ihm doch in der Konzentration auf die liturgischen Stücke, die der Kommunion vorausgehen, auf Kosten von Austeilung und Mahl, das ist aber ein Grundzug fast der gesamten Liturgiewissenschaft. Diese Konzentration auf die Stücke vor der Kommunion auf Kosten von Austeilung und Mahl gilt erst recht für Messners Deutung der deutschen Messe. Und hier ist es umso bedauerlicher, als in diesem zweiten Formular Luther liturgisch zur Geltung und Anschauung brachte,
bringt, was in dem lateinischen Formular eben noch mit Eierschalen des Alten behaftet ist. Eine durch die Koppelung von Einsetzungsworten und Distribution, Wort und rituellen Gestus organisch verknüpfende, Personal- und Aktualpräsenz Christi vereinende Abendmahlsliturgie. So sind das vom Himmel gefallene Neue und die theologischen Anliegen des Alten, Bruch und Kontinuität, tatsächlich zusammengekommen. Oder, wie Messner es historisch wie ökumenisch gleichermaßen treffend formuliert, die alten genuinen Gehalte erscheinen tatsächlich in neuer liturgischer Struktur. Ich danke für die Aufmerksamkeit.